Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19. So, vorneweg, ich bin gerade auf dem Weg zum Shop und brauche neues Saatgut, wie ihr seht. Mein Anhänger ist leer. Und der müsste auch irgendwann mal repariert werden. Was gibt's Neues? Ich habe ein bisschen offline gefarmt. Halt Saatgut gesät, abgeerntet, weggeschafft. Das sieht man oben am Geld. Was gibt's noch? Ich besitze mittlerweile zwei weitere Felder, Feld 18 und Feld 28. 20 ist abgeerntet, 19 wird jetzt von Helfer H abgeerntet, 18 müsste, glaube ich. Ja, das muss noch ein bisschen wachsen. Und Feld 28 wird gesät, wenn der hier wieder voll ist. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Und wir werden uns heute mal eine kleine Tierproduktionsstättenfarm, was auch immer, anschauen, zulegen. Vielleicht auch. Oder irgendwas anderes, was schön ist. Damit wir nicht immer das Gleiche hier machen müssen. Denn zu einem Bauernhof gehört natürlich mehr dazu als nur Felder besamen. Er hat besamen gesagt, würden jetzt viele Kinder sagen. Und abzuernten. Ja, deswegen schauen wir dann gleich mal im Shop nach, was es so Schönes gibt zur Auswahl. So, vorher wird hier wieder ein Helfer eingestellt, der das fertig macht. Und von den Maschinen her hat sich nicht wirklich was geändert. Nur, dass ich einiges verkauft habe, was ich nicht mehr benötige. Allerdings werde ich mir wohl hier wieder diesen Streugut-Sammler anschaffen müssen. Und ja, wir gucken mal, wie weit der hier ist. Ist fast voll. Gut. Einmal aussteigen, denn wir gucken mal, was es so Schönes gibt. Tierhaltung. Hundehütte. Nein. Hühnerstall. Kuhweide. Pferdestall. Schweinestall. Schafweide. Am meisten ist der Schweinestall, der mehr kostet als sonst. Oh ne, hier die große Kuhweide kostet am meisten. Okay. Wir holen uns das hier. Ja. Jetzt brauche ich natürlich erstmal Platz dazu. Ich will das aber nicht aufs Feld setzen. Gut, das kann man auch noch drehen. Aber wenn ich das hier hinsetze, Mist. Mist. Da müssen wir uns die Kleine holen, erste Mal. Hallo? Nee. Das ist jetzt so richtig mies. Oh. Oh.
Karte drehen. So, einmal das hier drehen. Das hier hingesetzt. Ein Stückchen hoch. Aber hier hinten will ich es nie ransetzen. Soll schon irgendwo hier so sein. Hallo, jetzt geht hier gar nichts mehr. Ernsthaft, weil jetzt der Traktor im Weg ist? Ich würde sagen, wir lassen das mit der Kuhweide erst, mit der Hühnerfarm erst einmal. Das ist ja mal ein Abfug. Das gehört uns, das könnte ich mir zulegen, aber auch das hier, oder das, nee, das nicht, oh, hier gehört der See dazu, das, die 10 kostet 530k. Ja moin! Ich hab's ja auch. Wenn ich mir das hole, könnte ich das wegmachen und die Hühnerfarm bauen. Was gibt's noch so Schönes? Silos. Heulager. Dekoration. Naja, muss nicht unbedingt sein. Heim, Farmhaus, Tierhaltung. Ja. So, Traktor, du fährst erstmal jetzt hier wieder anbauen, sehen. Mal gucken, ob wir dann den Platz für die Hühnerfarm kriegen. Dort passt das nicht wegen dem Traktor. Ah, okay. Okay, gut zu wissen, ja. Das sind ja so immer diese Sachen. Bleib stehen und helf einstellen. Komm, fahr. Der da hinten ist nämlich full. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, da wir jetzt aber hier zu Gange sind, einmal aussteigen. Jetzt können wir nochmal das mit der Tierfarm versuchen. Ich will dich doch einfach nur hier hin platzieren. Was ist denn daran so schwer? Wie ziehe ich das überhaupt? STRG. Okay. Und ist der, kann man hier wieder hoch machen? Ah.
Interessant. Der will einfach nicht. Der Arsch. Es gehört alles mir und ich kann das nicht platzieren. Warum? Ich stopp mal, das gehört mir gar nicht. Doch, 28, das ist mein Feld. Jetzt aber auch falsch rum. Ach, ich muss auch an die Futter zuvor rankommen. Ja. Keine Ahnung, was hier los ist. Gut, Tierhaltung lassen wir erstmal sein. Da habe ich jetzt die Schnauze von voll. Dann. Nein. Nein, 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 nein. Zuckerrohr, nein. Kartoffel. Alles klar, ist das teuer. Ja moin, so viel hab ich doch gar nicht. Diese Maschine dient zum Transport von Bäumen. Kann der die auch abschneiden? Das wäre cool. Nee, der kann die nur... Oh Mist. Nicht schön. Das ist jetzt so das Problem. Dann kaufe ich mir jetzt erstmal ein neues Feld. Und zwar... Die 27. So, da können wir auch gleich mal gucken, was bei der 27 alles so ist. So. Tut mir zwar weh ums Geld, aber gut, man kann nicht alles haben. So, was ist hier gesät? Hafer. Jo, läuft. Kann ich abmähen? Dann müssen wir nur noch warten, bis es fertig gewachsen ist. Ich denke mal, da werde ich wieder offline abwarten. Da hinten das Feld muss auch noch ein bisschen wachsen. So, und wir haben jetzt noch 2.000. Ja, ich glaube, ich müsste mal so langsam ein bisschen was wegfahren. Ein bisschen was habe ich ja noch im Silo drin.
Da gucken wir jetzt einfach mal. Ich mach jetzt die scheiß Gabel da vorne ab. Die nervt nämlich. So, als erstes die Gabel abmachen hier. Dann das andere Bauteil, was auch immer. Einmal so, Anhänger geholt. Einmal betanken, also voll machen hier. Sojabohnen starten. Wir gucken, wo wir sie verkaufen können. Sojabohnen. 2800. Hier läuft. Und wir müssen dahinter. So, heute mal just for fun die Straße entlang fahren. Kurve ordentlich bekomme. Und ja, läuft wie immer in jeder Folge, muss mindestens ein Schild dran glauben. Aber das ist nice, dass man die umfahren kann. In LS17 wäre man wieder stecken geblieben. Und das war ja immer so ein Knackpunkt überall. Oh ja. Hier haben wir aber noch ganz schön was vor uns, wenn ich mir so die Felder angucke. Ich möchte gerne jedes einzelne Feld besitzen, bewirtschaften und Geld verdienen, versteht sich. Und wer weiß, vielleicht stelle ich irgendwo noch ein zweites Haus auf. Läuft. Ja, komm, fahr vorbei hier. Fahr ich jetzt richtig? Ja, gut. Ja, nächstes Schild. Und wie viel kriegt man rein? Naja, nicht wirklich viel. 30.000. Dann können wir jetzt auch immer übers Feld zurückbrettern hier. Ist nicht viel. Aber wir besitzen ein neues Feld. Was will ich denn mehr? Noch mehr Ernte, noch mehr Saatgut, noch mehr Geld. So, das war's dann aber auch schon wieder mit der Folge. Was mich ein bisschen ärgert, dass die immer so schnell rumgehen sind, wenn ich hier eine Ladung wegfahre. Wenn ihr wollt, dass ich die Folgen länger gestalte als bloß 15 bis 20 Minuten, dann schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Dann mache ich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Obwohl ich weiß, dass die dann eigentlich nur noch geskippt, ja, da drin wird dann rumgeskippt, ohne sich die komplett anzugucken. Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr wollt, dass ich das mache oder ob ich die weiter so kurz behalten soll. Ansonsten war es das auch schon wieder. Hühnerstall hat sich erstmal erledigt. Da müssen wir uns irgendein kleines Popelfeld kaufen, was wir wegmachen können. Also dem Erdboden gleich, damit wir dort die
hier Farm drauf machen kann. Und ansonsten werde ich jetzt offline ganz normal weiter abernten, sehen, das Saatgut lagern im Silo, eventuell auch zwischendurch mal wegschaffen, wenn ich Geldmangel habe. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop.